bereit sind, dann begrüße ich Sie alle herzlich zur heutigen Pressekonferenz. Ist schon etwas außergewöhnlich, wenn der größte oder im Moment jedenfalls einzige bayerische Erstligist im Handball einen neuen Cheftrainer vorstellt. Und bevor ich die Beschlüsse bekannt gebe, will ich ganz kurz ein paar Sätze nochmal zur Entscheidungsfindung des HC Erlangen generell sagen. Man vergisst es immer so leicht. Wenn wir hier sitzen, so geben wir die Meinung wieder eines schon demokratisch aufgebauten Konstrukts. Wir haben die Geschäftsführung, die neben mir rechts sitzt, die sportliche Leitung links neben mir sitzt. Die Geschäftsführung ist im Rahmen des Budgets, das ihm der Aufsichtsrat gibt, berechtigt, Entscheidungen selbstständig nach Absprache mit der sportlichen Leitung zu treffen. Der Aufsichtsrat gibt da Empfehlungen ab. Zuständig ist er eigentlich für die wirtschaftliche Situation. Und wenn ich das vorher erzähle, so sage ich, das, was ich jetzt bekannt gebe, ist auf Empfehlung des Aufsichtsrates durch den Geschäftsführer nach Beratung mit der sportlichen Leitung, aber auch unter Einbeziehung des Präsidiums des HCEV zustande gekommen. Und ich kann sagen, es sind ungefähr 15, 16 Personen, die damit einbezogen waren. Jeder Einzelne hat nicht nur zugestimmt, sondern hat mit Nachdruck zugestimmt. Es gibt nicht einen einzigen, das habe ich noch nie erlebt in den 10 Jahren, der so noch nie eine solche Gesamtheit der Funktionsträger, die so hinter einer Entscheidung oder Entscheidungen standen, die ich jetzt bekannt geben werde. Das war mir wichtig vorwegzunehmen. Das ist nicht etwa im Elfenbeinturm zwischen 2 oder 3 Personen gefasst worden, sondern mit breiter Mehrheit, sondern vollständiger Übereinstimmung aller beteiligter Personen im e.V., also das ist der Nachwuchsbereich, als auch in der Bundesliga-Trägergesellschaft. Erstens, ab 1.7.2020 wird Michael Haas Cheftrainer des HC Erlangen. Zweitens, Michael Haas beendet seine Karriere als Spieler. Im Moment hat er 531 Bundesligaspiele, nach meiner Erinnerung, mit dem Spiel gegen Melsungen am 29.12.2019, also in bereits 6 Wochen, vorzeitig. Ab 1.1.2020 übernimmt er für ein halbes Jahr die U23, also die Drittligamannschaft des HC Erlangen, vom bisherigen Cheftrainer Tobias Wannenmacher. Das sind die 3 wesentlichen Entscheidungen. Der 4. Punkt ergibt sich daraus, zum Ende dieser Saison wird der bisherige Cheftrainer Adalstein Eofsson den HC Erlangen verlassen. Zur Begründung. Die vertragliche Situation bei uns war so, dass wir am Ende dieses Jahres darüber entscheiden mussten, ob wir den Vertrag mit dem bisherigen Cheftrainer verlängern wollen oder nicht. Zugleich war es aber auch so, dass der Vertrag von Michael Haas als Spieler auslief. In vielen Gesprächen mit Michael Haas haben wir festgestellt, dass er, obwohl er ein abgeschlossenes Elektrotechnikstudium hat, dem Handballsport weiter verbunden bleiben möchte und in seinem eigentlichen Beruf nicht tätig werden möchte. In weiteren Gesprächen haben wir festgestellt, dass er gerne Trainer werden würde, und zwar in der Bundesliga. Uns war klar, dass da andere Vereine bereits bei ihm angeklopft hatten und wir ihn unbedingt im Verein halten wollten, dass wir ihn verlieren würden, wenn wir ihm kein Angebot für den nächsten Sommer machen, das zu ihm passt. Und so haben sich die vertraglichen Verhältnisse ergeben, dass man letztlich entscheiden musste, verlängert man mit Eofsson, holt man einen dritten Trainer oder traut man Michael Haas zu, diese Position zu übernehmen. Das war die Ausgangsposition. Und wenn Sie einen Trainer bewerten, so sage ich immer, ist es ein bisschen wie wenn Sie auf einem Ozeanriesen bei den Eisbergen sind und sehen den Eisberg und sagen, der ist aber ganz schön groß oder ganz schön klein und übersehen dabei, dass 90% des Eisberges unter der Wasseroberfläche sind, den sehen Sie gar nicht. Und so geht es bei Trainern vielen. Sie sehen ihn, wie er in der Auszeit ist, wie er am Spielfeld ist, am Spieltag, aber 90% oder 95% der Tätigkeit finden ja da nicht statt, sondern die finden in der Spielvorbereitung statt, in der akribischen Arbeit oder auch nicht, mit dem Team, in der individuellen Ausbildung junger Spieler, in der Zusammenstellung der Mannschaft und der Zusammenfügung der Mannschaft, auch dem Trainerteam, auch die Abstimmung derselben, auch die Beziehung zum Nachwuchsbereich. Das sind alles Dinge, die wir bewerten mussten. Und ich will vorab sagen, wir haben am Trainermarkt niemanden gesehen, den wir jetzt Adli Eofsson vorziehen würden. Es ging also gar nicht darum,
um die Frage, ob wir mit ihm zufrieden oder unzufrieden sind. Wir waren und sind mit ihm zufrieden, ohne jeden Zweifel. Aber wir sagten, wir glauben, dass zu uns Michael Haas ab Sommer besser passt. So ist die Entscheidung gewesen. Wir glauben es deshalb, weil wir glauben, er passt zu unserer Philosophie besser. Und da muss man überlegen, was ist die Philosophie des HC Erlangen? Die Philosophie des HC Erlangen ist ja diejenige, dass wir eine Verbindung gerade in der Administration von noch jungen, ehrgeizigen, 7 Tage die Woche rund um die Uhr für mit Empathie arbeitendem Team haben, zu dem ein Trainer gut passt, der ebenfalls jung ist und der ebenfalls mit vollem Einsatz rund um die Uhr zu arbeiten verspricht. Einer, der mit uns gemeinsam einiges erreichen will. Und ich will hier in dieser Sache, weil mir das so wichtig ist, doch nochmal festhalten, dass wir ja Defizite im wirtschaftlichen Bereich, die wir nun mal haben, auch wenn es nicht jeder so sieht, dass wir Defizite im wirtschaftlichen Bereich durch mehr Leistung in anderen Bereichen ausgleichen müssen. Nur so können wir Erfolg haben. Wir können den Erfolg nicht kaufen. Und aus diesem Grunde dürfen und müssen wir auf der Trainerposition 100% ausreizen. Und wir glauben, das kann uns mit Haas gelingen. Nun sind wir nicht die Einzigen, die diese Idee hatten und haben. Verfolgen Sie die Bundesliga und sehen Sie, und ich habe auch mit Kollegen dort gesprochen, schauen Sie sich Kiel an, mit großem Erfolg, ebenfalls ein Trainer-Neuling, den der Verein selber kurz ausgebildet hat als Co-Trainer, der großen Erfolg hat, Philipp Jiecher. Vorher nirgendwo Cheftrainer gewesen, aber auch ein erfahrener internationaler Spieler. Und was ist mit Flensburg? Die hatten Vranjes, haben ihn durch einen eigenen, selbst entwickelten ehemaligen Spieler und Co-Trainer Machulla abgelöst. Alle waren skeptisch, ein ruhiger Zeitgenosse, 2-mal deutscher Meister geworden. Was ist mit Magdeburg? Genau das Gleiche mit Bennett Wiegert. Was ist mit dem BHC? Exakt das Gleiche mit Zeppel Hinze. Was ist mit Lemgo? Letzter Tabellenplatz, etablierten Trainer abgelöst, eigenen Spieler geholt, Kehrmann seitdem erfolgreich. Also wir sind ja nicht die Einzigen. Und wenn Sie jetzt Berlin sehen, den etablierten Trainer ablösen und einen jungen, selbst ausgebildeten Mann bringen, dann sehen Sie auch aktuell in den letzten Wochen ein ähnliches Beispiel. Ich glaube einfach, dass diese Ideen, die wir haben, nichts Neues sind, dass die im Moment im Handball vielleicht auch ein bisschen State of the Art sind, aber das ist nicht unser Argument. Unser Argument ist, dass wir einfach glauben, dass wir eine Persönlichkeit im Verein haben, die der HC Erlangen noch nie hatte. Er ist weltweit, und ich sage wirklich bewusst weltweit, in wem Sie sprechen, als Persönlichkeit, als jemand, vor dem man einfach Respekt haben muss, bekannt. Er ist Handball-Weltmeister, er ist 3-mal Europapokalsieger, er ist deutscher Pokalsieger, er hat 120 Länderspiele für Deutschland, er hat über 500 Bundesligaspiele. Mehr Erfahrung als Spieler kannst du nicht haben. Er ist gar nicht mehr so jung, wie gesagt, er wird in wenigen Tagen 36. Im Sommer ist er dann fast 37, also ist auch an der Zeit, mal den Ball aus der Hand zu nehmen. Das sind alles Dinge, die uns und unser sehr, sehr gutes Gefühl in den Gesprächen dazu bewogen haben, das so zu machen. Und wir sind 100% sicher, dass wir damit Erfolg haben werden. Der zweite Punkt ist das Thema, dass er jetzt in der Rückrunde uns als Spieler nicht mehr zur Verfügung steht, was zunächst erstmal vielleicht nicht so schön anmutet, aber gerade Michael Haas, aber auch Adli Erfsson sind der Auffassung, dass Spieler wie Benedikt Kellner, die dieses Jahr noch gar nicht zum Einsatz gekommen sind, dass die in der Lage sind, diese Lücke zu schließen. Michael Haas hält sehr, sehr viel von ihm, hat er uns immer wieder gesagt, sodass wir wohl nach Stand jetzt auch keinen weiteren Spieler dafür holen werden, sondern mit der Mannschaft, so wie sie jetzt dasteht, auch weitermachen werden bis zum Saisonende. Im Saisonende müssen wir natürlich für Michael Haas dann Ersatz besorgen. Da sind wir auch in guten Gesprächen. Was die Auswirkungen auf die U23 angeht, die ja nun auch eine Bedeutung haben, so will ich ausdrücklich sagen, dass diese Entscheidung nicht nur mit Abstimmung, sondern auch vor allen Dingen ausdrücklicher Zustimmung von Tobias Wannemacher erfolgt, der ein halbes Jahr ein bisschen zurücktritt. Vielleicht eine kurze Anmerkung. Unsere A-Jugend hat die Qualifikation für die Runde um die deutsche Meisterschaft knapp verfehlt, sind Fünfter und nicht Vierter geworden. Deshalb wird die B-Jugend jetzt von uns befördert mit Spielern. Der A-Jugendtrainer rutscht auf die B-Jugendposition, nämlich Heufelder, und da würde Wannemacher in der Übergangszeit die A-Jugend übernehmen. Im Sommer wird er wieder zu U23 rüber wechseln. Das ist jetzt vorübergehend sogar sinnvoll, denn es war ohnehin angedacht, diesen Switch vorzunehmen.
Im Übrigen sehen wir den HC Erlangen e.V. als Nachwuchsschmiede, nicht nur für Spieler, sondern auch für Trainer. Auch Wannenmacher sieht das so, der ja da immer noch verantwortlich ist für das Nachwuchskonzept und bleibt. Michael Haas, der ja bis jetzt, wie Sie vielleicht wissen, A-Jugend-Co-Trainer war in der Jugendbundesliga, wird jetzt eigenständig ein halbes Jahr eben eine Mannschaft übernehmen. Und dass die Mannschaft vielleicht so ein bisschen auch mal von außen neuen Wind brauchen könnte, ein halbes Jahr, nachdem sie ja leider immer noch punktgleich auf einem Abstiegsplatz steht, kommt hinzu. Hinzu kommt auch, dass Michael Haas, und das ist ja ein wichtiger Punkt, der uns am Herzen liegt, ein halbes Jahr lang auch die Spieler beobachten kann, wie Moisindi, wie Bialowas, wie Marschall, wie weitere Spieler, die sich ja auf dem Sprung in den Kader der ersten Mannschaft befinden und entsprechend dieser Bewertung gegebenenfalls auch nächstes Jahr den Kader ergänzen kann. Das macht die Sache noch besser. Er ist bei jedem A-Jugendspiel, zweite Mannschaftsspiel zugegen gewesen. Wer dort ist, hat ihn auch gesehen. Ich will ganz deutlich noch mal betonen, dass Adli Eyjolfsson unser großes Vertrauen bis zum Ende der Saison genießt. Er selber hat auch gesagt, er wird Vollgas geben. Wir sind überzeugt, dass er sehr schnell auch seinen neuen Verein vermelden kann. Wir wissen, dass er woanders unterkommen wird. Und wie gesagt, wir sind von ihm überzeugt. Gerade wenn man die Abwehr sieht in den letzten zwei Jahren, hat er uns, was das zumindest angeht, auf eine neue Stufe gehoben. Und auch das ist ein Argument für Michael Haas, dass wir nicht wieder eine völlig neu aufsetzen müssen, sondern dass er weiß, was als Basis aufgebaut wurde und auf dieser Basis weiter arbeiten kann. Michael Haas selber ist heute deshalb nicht erschienen und er bittet da um Verständnis, weil er ja noch Spieler unter dem Trainer ist, den er ja respektiert, und er möchte jetzt, bevor er nicht als Spieler ausscheidet, zunächst ungern vieles dazu sagen, was er anders besser machen könnte und wollte, aus Respekt gegenüber dem bisherigen Cheftrainer, dem er ja mit großer Loyalität oder unter dem er mit großer Loyalität gearbeitet hat. Deswegen nur wir drei. Das ist das, was ich im Namen des Aufsichtsrates, im Namen des HC Erlangen, auch des e.V., auch Roland Wunder als Vizepräsident, den ich ja von Anfang an mit eingeschaltet habe, verkünden kann, und würde jetzt das Wort an den sportlichen Leiter Kevin Schmidt übergeben. Ja, danke Carsten. Ganz kurz aus sportlicher Sicht, warum die Entscheidung auf Michael Haas gefallen ist. Wie Carsten schon einleitend erwähnt hat, hatten wir viele Gespräche, in welche Richtung wir mit Michael Haas gehen möchten. Er selbst hat immer wieder angedeutet, dass wenn er Spieler sein möchte weiterhin, dass er das vielleicht für ein Jahr machen möchte. Das wollten wir so nicht. Wir wollten ihn länger an den Verein binden. Wir haben eine Position gesucht, wo er perfekt reinpasst. Dadurch, dass er jetzt schon, sag ich mal, unser Fixpunkt ist in der Mannschaft als Kapitän, ja, der Führungsspieler bei uns ist, rein von seiner Persönlichkeit her. Über die Vergangenheit hat Carsten Bissel schon viel gesagt. Weltmeister, Europapokalsieger. Ich selbst durfte mit ihm in der Nationalmannschaft spielen, weiß also auch, wie er selbst in der Mannschaft mit höchster Qualität, was ein Standing er da genossen hat, was er da genießt, immer noch genießt. In den Gesprächen hat sich jetzt nicht von heute auf morgen diese Entscheidung herbeigeführt, sondern wir hatten viele, viele Gespräche, wo es immer wieder darum geht, was möchte er denn wirklich, was wollen wir? Und da wurde diese Stelle als Cheftrainer wurde darüber philosophiert, schon erstmal Gedanken ausgetauscht und dann immer mehr konkretisiert, wo man auch gemerkt hat, wo ich gemerkt habe, dass er ganz klare Vorstellungen hatte über ein Abwehrsystem, über ein Angriffssystem. Der Vorteil von Michael Haas war da natürlich auch, dass er jetzt bei uns im Mittelblock deckt, der absolute Fixpunkt ist. Vorne hat er, glaube ich, von den Spielen die meisten Spielanteile, neben Chrissy Bissel, der 60 Minuten marschieren muss. Von daher ist er ja aktuell der wichtigste Spieler hinten und vorne, auch durch den Ausfall von Petter Overby. Er kennt das System, was Adli hier implementiert hat von Anfang an, dieses spezielle Abwehrsystem, was es ist, kennt Hassan als Fixpunkt in der Abwehr. Er kann das weiterentwickeln, er kennt die Persönlichkeiten, er kennt jeden Spieler, Stärken und Schwächen, kann darauf eingehen. Von daher hat er überhaupt keine Eingewöhnungszeit.
in der ersten Mannschaft. Wir dürfen den Blick aber auf die zweite Mannschaft nicht verlieren und auf die Jugend. Hat er jetzt schon neben seinem Kapitänsamt und Spieler der ersten Mannschaft schon die Aufgabe als Co-Trainer in der A-Jugend übernommen. Das war ihm sehr wichtig, dass er da Erfahrung sammeln kann, dass er die tägliche Trainerarbeit kennenlernt. Von daher sind wir rundum mit dieser Entscheidung zufrieden. Wir sind überzeugt, dass das mit Michael Haas sehr gut wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Es kann sehr, sehr gut werden. Danke. Ja, nachdem ja schon sehr, sehr viel gesagt wurde, kann ich, glaube ich, noch ein paar Dinge zusammenfassen. Wir haben jetzt viel über den Werdegang der Entscheidung, aber natürlich auch über Michael Haas selber gehört. Ich glaube, das, was man zusammenfassen kann, ist, dass die Grundentscheidung darauf beruht, dass wir das Fundament, was wir in den letzten Jahren gelegt haben, einfach konsequent weiterführen wollen. Die Entwicklung, die der HCR lang in den letzten Jahren genommen hat, die ja wirklich in eine Richtung ging, wollen wir genauso weitergehen. Und deswegen war es uns wichtig, jetzt nicht die aktuelle Situation, sondern die Zukunft zu bewerten. Und deswegen haben wir diesen Mann für uns auserkoren, der wirklich dafür steht, wofür auch der HCR lang steht, der sich dafür identifiziert, der die Werte kennt und der auch selber diese Werte vorlebt. Und das war uns ganz, ganz wichtig, einfach weil wir davon überzeugt sind, dass wir damit den größtmöglichen Erfolg für den HCR lang erzielen werden. Und ja, auch dieses Fundament wurde vom jetzigen Trainer Adli Elfsson gelegt. Dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Aber wie gesagt, uns geht es um die Zukunft und wie wir daraus noch mehr herausholen können und wie wir wirklich erfolgreich in der Zukunft zusammenarbeiten können. Und ja, wer Michael Haas schon einmal erlebt hat, der weiß, was für ein Mensch das ist, der weiß, welche Autorität er überall genießt. Und das ist natürlich auch enorm wichtig bei dieser prominenten Position, die er dann bekleiden wird. Und davon werden alle einfach nur profitieren. Und wir sind absolut überzeugt davon, dass er der ideale Trainer für uns ist. Nach jedem Gespräch mehr war uns klar, dass er diese Philosophie weiterführen wird, wie wir sie alle schon seit vielen Jahren leben. Und ja, deswegen bin ich persönlich oder sind wir auch alle sehr, sehr glücklich, dass wir uns mit ihm einigen konnten, diesen Weg zu gehen. Und wir werden nächstes Jahr eine ehrgeizige Truppe haben, zusammen mit einem jungen, ehrgeizigen Trainer. Und ich glaube, da können wir sehr frohen Mutes in die Zukunft schauen und gehen. Vielen Dank.